Hallihallo ihr Lieben und die allerbesten Grüße aus dem wunderschönen Costa Rica hinter mir. Es sieht ganz offensichtlich so aus, als würde ich hier in der Sonne liegen und den ganzen Tag nichts tun, aber ich kann euch sagen, dieser Schein trügt. Denn ich habe tatsächlich in den letzten 3 Wochen mehr Zeit in den Hostels und am PC verbracht als die ganzen Monate davor. Ich habe so viel gearbeitet in den letzten Wochen, denn es gibt gerade ganz, ganz viele verschiedene Projekte. Unter anderem lagere ich gerade meinen Reiseblog von der Webseite aus auf einen komplett eigenen Reiseblog, der dann nur mit Reiseberichten und Reisetipps und Gedanken zu Reisen und so weiter dann da sein wird. Das wird www.backpackistan.de. Ihr könnt schon mal auf den Instagram-Kanal gehen, auf den Facebook-Kanal gehen, auf die Facebook-Seite gehen, auf den YouTube-Kanal gehen. Das gibt's nämlich alles schon. Die Links findet ihr da unten. Und dazu bearbeite ich gerade die Videos ein kleines bisschen neu. Ich schreibe gerade den kompletten Südamerika-Blog neu, weil den gab es ja nie bis zum Ende. Da gab es ja immer nur die ersten 3 Wochen, wo ich schon 16 Seiten Text für geschrieben habe. Was mache ich denn noch alles gerade? Ach ja, mein Label läuft natürlich auch weiter, Pretty Noise Records. Ich habe derzeit 2 neue Bands, eine davon sind Vollbart. Herzlich willkommen an dieser Stelle nochmal an die wunderbaren Jungs von Vollbart, die übrigens gerade ein Crowdfunding haben, wo ihr unbedingt mal draufklicken solltet. Der Link auch da unten. Und vor allem habe ich den kompletten Patreon-Kanal, also die ganze Patreon-Seite mit allen Dankeschöns und so, einmal komplett überarbeitet. Denn, ich kann an dieser Stelle, ich kann es immer nur wiederholen und immer nur wiederholen und immer nur wiederholen. Ihr da draußen macht es mir möglich mit diesem Patreon-Kanal, das, was ich mache, weiterzumachen für euch und weiterhin YouTube-Videos aufzunehmen, ob jetzt Reisevideos oder Reiseberichte oder Let's Plays oder natürlich auch meine Musikvideos. Und seit Anfang letzten Jahres seid ihr mit dabei, mit über 40 Leuten immer wieder gesteigert. Wir haben endlich auch wieder das erste Ziel geschafft von 70 Leuten. Tausend Dank dafür. Es gibt richtig geile neue Dankeschöns. Unter anderem könnt ihr zum Beispiel auswählen sämtliche Akkorde und MP3s von allen Songs zu bekommen, die ich auf YouTube gestellt habe bisher. Ihr könnt auswählen, jeden Monat zu dem Video die Akkorde und die MP3s zu bekommen. Es gibt eine super geile neue Funktion seit kurzem auf Patreon, die Patreon Lens. Das ist quasi genau das gleiche wie bei Instagram, die Instagram Story. Aber die kann man halt eben nur sehen, also Bilder und Videos, die kann man halt nur sehen, wenn man Patreon ist. Also die $2 im Monat übrig hat für meine Arbeit hier. Und ja, auch wenn es hier nicht nach Arbeit aussieht, aber es ist auf jeden Fall Arbeit, Leute, so viel kann ich euch sagen. Und tausend Dank an alle Leute, die mich auf Patreon schon unterstützen, schon seit Anfang letzten Jahres, unfassbar geil. Ich werde jetzt in den nächsten Tagen und Wochen noch daran arbeiten, möglichst schnell den kompletten Blog hochzubekommen, dass endlich alle Reisesachen auch wieder online sind. Die findet ihr natürlich weiterhin auch auf meiner sörenvogelsang.de Webseite, das ist ganz klar. Solange der Blog noch nicht da ist, gibt es die alle noch da zu lesen. Und ich nehme hier so jeden Tag bis jeden zweiten Tag Videos auf, wo ich hier überall unterwegs bin. Ihr könnt mich ganz genau auf der Karte verfolgen, denn es gibt eine ganz tolle Funktion namens Polar Steps, wo ich Bilder und Geschreibsel auf eine Karte packen kann mit den genauen GPS-Punkten, wo ich überall lang wandere. Also wenn ihr dabei sein wollt, klickt einfach mal auf Patreon, es würde mich unglaublich freuen. Tausend Dank an alle Patreons, die dabei sind. Und es gab noch so viel anderes Neues. Es gibt so viele Neuigkeiten gerade. Ich glaube, dazu muss ich einfach nochmal ein anderes Video machen, denn es gibt so unglaublich viele Neuigkeiten gerade. Ich habe noch eine Agentur gerade aufgemacht mit einer Freundin, was auch noch sehr spannend wird. Vielleicht dazu bald mehr. In diesem Sinne sage ich beste Grüße aus Costa Rica und bis ganz bald, ihr Lieben. Natürlich habe ich was vergessen. Das Wichtigste. Ich schreibe nämlich gerade auch sehr fleißig an Songs für ein neues Album und werde dieses noch hoffentlich Ende des Jahres natürlich mit Kai und Natascha und einigen anderen wieder im Studio aufnehmen. Und vielleicht gibt es auch dazu bald schon News auf Patreon. Also wer weiß. Ich guck mal, da kommt gerade ein Boot zurück. Die kommen wahrscheinlich gerade aus dem Corcovado Nationalpark. Da war ich gestern. Da gab es auch ein paar Lensaufnahmen für... Da steht er im Wasser. Ein paar Lensaufnahmen für Patreon. Das ist echt, dieses Feature ist super geil. Also guckt mal rein und ja. Seid gespannt auf neue Songs. Ich stehe schon wieder im Wasser. Genießt den Sonnenuntergang. Tschüssi.